Audio-Episoden dachten wir uns, es wäre an der Zeit, einmal hinter die eigenen Kulissen zu gucken. Und deshalb heißen wir euch herzlich willkommen zum Making-of des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zum Making-of des Dopecast. Herzlich willkommen hinter den Kulissen. Wir hatten euch ja versprochen, euch einmal zu zeigen, wie eine Folge entsteht, was für Arbeitsschritte wir unterlaufen, um euch alle 14 Tage eine Stunde Dope auf die Ohren zu geben, und heute soll es soweit sein. Insofern auch erst einmal herzlich willkommen in meinem kleinen Büro hier. Bei Tag sitze ich hier und verdiene mir hier mein Geld, abends sitze ich hier und arbeite an Hobbyprojekten. Und das heutige Hobbyprojekt ist Episode 54 des Dopecast. Der erste Schritt bei jeder Folge Dopecast ist die Wahl des Themas. Das läuft ganz unterschiedlich. Manchmal hat einer von uns beiden eine Idee, manchmal ist es etwas Tagesaktuelles und sonst haben wir ja notfalls unsere bisweilen erwähnte Themenliste. Ist das Thema aber einmal gefunden, werden im Vorfeld Notizen gemacht. Michael ist da der Digitale von uns beiden und schreibt am Rechner. Ich für meinen Teil brauche Papier. Das handschriftliche Verfertigen von Notizbüchern ist bei mir Teil des Denkprozesses, und auch wenn digitale Notizbücher viele Vorteile bieten, ich brauche den Stift in der Hand. Am Aufnahmetag treffen wir uns dann im Skype. Meistens das abends, nachdem wir beide mit der Arbeit durch sind, also so jenseits der 20 Uhr Marke. Michaels Setup unterscheidet sich von meinem. Sein Mikrofon, ein Samsung Go Mic, ist vom gleichen Typ wie das Gerät, mit dem auch ich über 40 Episoden eingesprochen habe. Heute nutze ich dagegen ein Yeti Blue. Ja. Guten Tag. Einen wunderschönen Abend wünsche ich. Ja. Traditionell gibt es vor jeder Folge ein Vorgespräch. Hast du dich erfolgreich durch die Arbeit geprügelt? Da das aber eigentlich auch immer beruflich interner beinhaltet, muss ich da nun ausblenden. Wenn wir uns also den Tag etwas von der Seele geredet und unsere Stimmbänder aufgewärmt haben, jeder etwas zu trinken hat und die Handys außer Funkweite liegen, dann legen wir los. Du hast zwei Medienschutzsachen, hast du gesagt. Soll ich dann anfangen? Weil ich habe drei. Dann geht das doch ganz gut auf. Okay, ich habe auch auf Aufnahme gedrückt. Zu Beginn der Aufnahme klatschen wir einmal möglichst synchron. Wozu? Dazu kommen wir beim Schnitt. Hi und herzlich willkommen zu Episode 54 des Dopecast. Zum insgesamt 55. Mal, Episode 0 nicht vergessen, sitzen wir hier und wollen sprechen über ein Thema, das mit Rollenspielen zu tun hat. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Aufgezeichnet wird bei uns traditionell mit der Gratis-Software Audacity. Wie man im Schnitt sehen kann, probe ich derzeit einen Wechsel, aber akut im Augenblick setze ich auf das bewährte Pferd für die Aufnahme an sich. Bei dieser Aufnahme sind wir schon lange dazu übergegangen, Kopfhörer zu tragen. Warum das in unserem Fall so nützlich ist, auch dazu gleich mehr. Nach der Folge gibt es dann noch etwas interne Manöverkritik. Jo, was meinst du? Die würde ich an sich ein wenig im Geiste von Roger Böhmermann ja auch fast gerne senden. Ja, ich sehe das ähnlich. Aber ähnlich wie beim Vorgespräch ist es keine richtige Option. Damit ist Tag 1 fast geschafft. Was noch fehlt, ist der kurze Introtext, der auf der Brücke vor der eigentlichen Titelmusik liegt. Dafür wiederum kommt GarageBand zum Einsatz, schlicht, weil ich darin zur 0. Folge unsere Weltempfänger-Audioverzerrung angelegt habe. Namen sind Schall und Rauch, sagt der Dichter, aber gilt das auch im Rollenspiel? Von Alric bis Karl Combat Mage, von Rapiero Floretti bis Mathilde Mitschuldige, unser Thema heute in Episode 54 des Dopecast. Da kann ich an manchen Tagen auch nochmal gut Zeit drin versenken, denn ob schon nur wenige Sekunden lang, ist mein Anspruch da hoch. Wer den Dopecast eh schon kennt, für den ist es, denke ich, vor allem ein Wiedererkennungseffekt, aber neue Hörer sollen ja im Idealfall da schon beschließen, dass sie das mal weiterlaufen lassen wollen. Sitzt der, ist für den Tag Feierabend. Namen sind Schall und Rauch, sagt der Dichter, aber geht das Rollenspiel? Von Alric bis Karl Combat Mage, von Rapiero Floretti bis Mathilde Mitschuldige, unser Thema heute in Episode 54 des Dopecast. Runde 2 ist dann der Schnitt. Das ist eine Aufgabe, um die auch ich mich kümmere. Michael hört die finale Folge in der Regel auch nicht früher als ihr. Und wie erwähnt, proben wir gerade einen Wechsel der Software und ich experimentiere mit Kokos Reaper. Bisher bin ich sehr zufrieden. Hier nun lade ich meine Audiospur, Michaels Audiospur sowie Intro und Outro in das Programm. Und mehrere Punkte von vorhin werden wieder relevant. Erinnert ihr euch an das Klatschen? Das nutze ich, um beide Tonspuren einmal initial zu synchronisieren. Ich bin sicher, dass es da auch ausgefuchste technische Lösungen gibt, aber die Idee, die ich vom Konzept der klassischen Filmklappe entlehnt habe, die effektiv der gleichen Funktion dient, aber halt Bild und Ton synchronisiert, ist einfach und seit 55 Aufzeichnungen funktional. Genauso sind hier die Kopfhörer wichtig, denn die tragen Sorge, dass mein Ton nicht auf Michaels Tonspur gerät und umgekehrt. Dadurch bleibe ich später flexibel und niemand merkt, wenn ich Elemente einzelner Tonspuren entferne. Was aber nun ist dieser ominöse Schnitt, der so viel Zeit verschlingt?
Effektiv scoute ich den kompletten Cast entlang und halte Ausschau nach allem, was mich selbst als Hörer stören würde. Das sind vor allem Sprechpausen, Füllworte und sogenannte Verlegenheitslaute. Und die kommen raus. Und wenn etwa einer hustet, während der andere redet, lässt sich das aufgrund der Kopfhörer auch spurlos entfernen. Es gibt Podcasts, die versuchen, all das live anzugehen und ich habe hohen Respekt davor, aber es ist nicht mein Weg. Ich komme hier effektiv auch eher vom Filmschnitt her und das Trimming im Zuge der Postproduktion war für mich von Anfang an der natürliche Weg. Noch etwas, was ich eher aus der Videoform, namentlich vor allem YouTube, entnommen habe, das Tempo. Mit den meisten deutschen YouTubern werde ich nicht warm, fürchte ich, aber im englischsprachigen Bereich gab es schon immer einige, die ich mag. Was die alle gemein haben, ist ein hohes Tempo ohne jede beibehaltene Atempause abseits gewollter rhetorischer Unterbrechungen, aber ohne zugleich zu einer Karikatur ihrer eigenen Übertreibungen zu werden. CGP Grey mag als Beispiel dienen. Das wollte ich auch, nur eben direkt als Audioformat. Daher ist jeder Dorpcast-Schnitt auch zugleich eine Meditation in Sachen sprachlicher Obsoleszenz. So viel wie möglich wegschneiden, aber nie so, dass es am Ende hektisch wirkt. Parallel dazu schreibe ich noch die Timecodes auf, notiere mir vor allem aber auch, was noch alles in die Shownotes soll. Falls die Folge einen Cold Open hat, also eine Einleitung, einen Disclaimer oder einen Gag vor dem eigentlichen Vorspann, entsteht der meist auch jetzt, aber die Folge 54 hatte keinen. Nach diesem zwar in Teilen automatisierbaren, aber letztendlich eben doch sehr subjektiven und daher zeitaufwendigen Prozess, wird die Datei exportiert, auf den Server geladen, ein entsprechender Artikel auf der Seite angelegt und als letzte Amtshandlung meinerseits der Tom informiert, dass er da was freigeben kann. Danach lehne ich mich zurück und freue mich auf die ersten Kommentare.